Folgen Sie einmal der Kollege, bitte. Ja, halt mal den Tor auf, damit ich das nicht mit dem Kopf aufdrücken muss. Sehe ich aus wie Schildkröte oder was? Nein, wir fordern hier gar keinen heraus. Ich möchte mit Ihnen verhandeln. Ey! Stopp! Ich muss den Kopf schlagen! Was schlagst du mich? Bist du doof? Scheiße. Oh Gott, richtige Scheiße. Bargeld null! Bargeld verfickt null! Ich bin arm. Ich bin verdammt arm und ich habe null Geld mit Armut. Und ich bin auf einem beschissenen Boot. Ich habe überhaupt nichts. Ich habe einen Tanktop an. Ich raube einen aus. Den ich als erstes sehe, raube ich aus. Ich muss eine Geisel nehmen, um Geld zu kriegen. Ich muss ganz dringend eine Geiselnahme machen. Da! Ey! Ey! Warte! Auto! Warte doch auf mich, Mann. Mir ist kalt. Ich war auf einem Boot und hier Schnee überall. Hilfe doch bitte! All I want for Christmas ist deine Brieftasche, du Wichser! Wo zum verfickten Teufel bin ich hier gelandet? Überall ist weiße Scheiße und mir ist so kalt. Hola! Hilf mir! Was geht ab? Hallo? Hallo? Kann man dir irgendwie helfen? Ich brauch dringend Hilfe! Okay. Alter, ich bin auf einem verfickten Schiff aufgewacht, man, mir ist arschkalt. Guck mal, wie ich rumlaufe in Tanktops. Okay. Kannst du was zum Anziehen für mich? Hat einer von den Jungs irgendwas zu anziehen? Ich hab leider nichts dabei. Ich hab nur eine Maske dabei. Hat einer von euch ein Pullover oder so? Einen wunderschönen. Ja. Ja, apropos, wir müssen zurück. Was denn? Ich weiß halt nicht, ob es in ihrer Größe ist. Ich hab nichts anderes dabei, außer das, was ich Okay, aber du hast einen Pullover? Dürfte ich erstmal wissen, mit wem ich rede? Ob du ein Pullover hast, nicht mit wem du redest, du! Hast du Pullover oder nicht? Ich friere mir Arsch! Gibst du mir Pullover und fragst du dann, mit wem redest du? Willst du, dass ich Gefrierbrand an den Sack kriege, oder was? Nein. Okay, dann wir können schon. Leider nicht weiterhelfen. Vor zwei Tagen wären mir auch meine Hände fast abgefroren. Oh, okay, der ist warm, der ist warm. Oh Gott. Hau rein! Wer bist du? Ich bin Ben Heusmann. Ben? Ja. Ben, hast du Handschuhe? Nein, leider nicht. Ein Schal? Nur mein. Okay, gib mal deinen Schal. Stört mich nicht, wenn der gebraucht ist. Okay, da, wenn ich da ein Bitte bekommen würde, dann kriegen Sie natürlich auch noch den Schal. Was für Bitte? Gib mir deinen verfickten Schal. Ich habe gleich Gefrierbrand an meinen Eiern dran. Ich bin kurz vor Erfrierungstod. Und du sag mal erstmal deinen Namen, sag mal erstmal ein Bitte, mach mal erstmal einen Kopfstand. Ansonsten, ich rette nicht dein beschissener Leben, Alter. Gib mal deinen Schal jetzt. Okay. Du bist du doch aufgewärmt, du kommst so gerade auf dein Auto raus, dass es warm gewesen ist. Du hast Heizung da drin noch und warme Füße, weil Luft von unten noch die ganze Zeit gepustet wird. Und du sagst, ja, mach mal das, mach mal das, mach mal das. Hilf doch mal ein Mitbürger, Ben. Helf ich, okay. Jetzt mach kein Auge auf Charles, sondern guck, dass mir warm wird. Also, Sie oder du? Sie? Ich Sie bin Miguel. Ein Schal. Ein Schal? Noch was? Erstmal ein Schal. Okay, erstmal ein Schal. Guck mal, der ist auch schön aufgewärmt noch. Oh, ich erfriere nicht. Okay, Ben, gib mal deine Mütze. Ich krieg immer, wenn es so kalt ist, kriege ich Ohrenschmerzen. Ich bin den ganzen Weg von Kaffee hier gelaufen. Ich hab ganz dolle Ohrenschmerzen. Gib mal kurz deine Mütze, damit ich gebe dir zurück, auch damit ich mich aufwärmen kann kurz. Sache, guck mal, sehen Sie, die Mütze, die geht gar nicht mal über die Ohren. Also... Ich zieh die weiter runter einfach. Du hast doch noch ein Dings frei, was du noch runterknicken kannst. Oh, danke. Oh, jetzt wird besser. Jetzt wird besser. Ich mach das, weil ich dieselbe die Erfahrung gemacht habe. Was, welche? Deswegen. Naja, vor zwei Tagen war ich im Krankenhaus, weil meine Hände fast abgefroren wären. Ach du Scheiße, warum ist das abgefroren? Hast du Schneemann gebaut? Nein, ich war halt Tage hintereinander auf dem Kürbisfeld. Okay, Ben, komm. Wir machen jetzt ein Geschäft. Wir verdienen jetzt richtig viel Geld. Wir Was verdienen heißt denn richtig viel Geld? In 15 hat Minuten. Gesagt, richtig viel Geld und am Ende sind nur 1500 rausgekommen. Nur, wir verdienen in 20 Minuten verdienen wir 3000. Hey, das ist einzigartiger wie? Geschäftsmodell. Ja, wie, das zeige ich. Ich kann nicht das einfach verraten. Du musst sagen, du bist dabei oder du bist nicht dabei. Wenn du bist dabei, ich zeige dir einzigartiger Geschäftsmodell. Das LSPD, wie kann ich Was geht ab, Leitstelle von LSPD? Hier ist der Miguel, Mann. Lange nicht gehört. Hallo, Miguel. Guck mal. Ich hab, ich hab eine Business-Idee. Okay. Und ich wollte vorher, ich hab den Ben gesagt, ich kläre das vorher mit dir ab, dass der nicht in Schwierigkeit kommt oder so, weil der will Praktikum bei dir machen.
Am 15. Der Ben möchte Praktikum. Am 15. hat er gesagt, will der ein Praktikum machen bei dir. Deswegen, der will nicht in Schwierigkeit, aber ich will mit dem Business machen. Wenn ich mit dem Ben jetzt Business mache, kriegt er Schwierigkeit, bei dir Praktikum zu machen? Kommt drauf an, was für ein Business sie mit dem Ben machen möchten. Okay, pass auf, ich erkläre dir Business, dann wir sind im Geschäft. Okay. Guck mal, ich bin bei Krankenhaus, Stück noch Straße rauf. So, der Ben ist mein Geisel. Entweder du kommst jetzt hier und gibst mir $5,000 oder ich poliere ihm die Fresse, sodass er nie wieder essen kann. Der wird sein Essen durch eine Sonde aufnehmen müssen, direkt in den Magen, weil ich sein kompletter Gesicht zerschlage. Also kommst du hier und du bringst du 5.000 mit. Wir haben Ben als Geisel genommen. Schicken Sie mal einen Dispatch. Okay, mach ich. Und du bewegst dich nicht, Ben. Du bist mein Geisel. Ich tue dir nicht wirklich was, okay? Wenn du machst Kooperation, wir machen am Ende von 5.000 50-50. 2.500 für dich, 2.500 für mich. Ah, da sind die Bullen. Nur den Baum fahren, oder was? Mach keinen Faxen oder ich schlag seinen Kopf weg. Alles gut, beruhigen Sie sich, Herr Schlofturm. Ich werde seinen Kopf wegschlagen. Ganz ruhig, müssen Sie nicht machen. Glaubt ihr, ich kann nicht seinen Kopf wegschlagen? Ich habe ihn im Film gesehen. Einer hat einen Kopf mit einer Faust weggeschlagen. Ich bin trainiert. Ich glaube an Ihre Fähigkeiten, aber das müssen Sie nicht tun. Ich schwöre, ich mache das. Nein, lassen Sie das. Wenn du machst eine Herausforderung, ich schlage seinen Kopf weg. Nein, wir fordern hier gar keine heraus. Ich möchte mit Ihnen verhandeln. Ey, stopp! Ich muss den Kopf schlagen. Was schlagst du mich? Bist du doof? Das ist nicht der Deal gewesen. Ich hau dich um, du Idiot. Du, dich, nein, dich nicht. Den da. Ich habe eine scharfe Waffe dabei. Ich kann nicht kleiner Weg. Ich habe ihm meine Hose gepisst. Warum hast du mich Strom gemacht? Wir haben auf den armen Kerl eingeschlagen. Das ist Notwehrsituation gewesen. Der hat mich geprügelt. Hast du nicht gesehen? Ja, aber selbst wenn das Notwehr wäre, dann gehen Sie doch einfach von dem Herrn weg und schlagen Sie ihn. Der hat mich geprügelt, denn ich habe das zurückgeprügelt nur. Ich wollte ihn gar nicht schlagen eigentlich. Ich habe den nur geprügelt, weil der mich geprügelt hat. Hast du nicht gesehen, wer auf mich losgeprügelt ist? Ja, aber dann geht man deeskaliert. Situation um und ich wollte es deeskalieren, indem ich seinen Kopf wegschlage. Das ist aber nicht deeskalieren, das ist eskalieren. No, das ist deeskalieren, weil ich habe seinen Kopf weggeschlagen, dann kann der nichts mehr machen, liegt auf Boden rum. Nehmen Sie die Hände in den Kopf, bitte. Wir klären das weiter im PD, dann ist Ihre Hose auch nicht nass, da ist nicht so kalt. Also der ist schon, der ist voll Schnee, nass, der ist voll Pisse, der ist voll, alles ist im Arsch jetzt. Hast du alles jetzt, weil du hast mich auf Strom gemacht. Hast du alles kaputt gemacht jetzt. Wir organisieren Ihnen eine neue Hose, das wird schon. Versprochen. Ja, wir gucken, dass wir eine neue Hose organisieren. Super. Gut. So, der Kollege einmal, oder? Ja. Ich mach das einmal. Ich leg ihn einmal Handschellen an. Brauchen Sie zwecks Tesanade den Mediziner? Soll der die entfernen? Oder wie sieht das bei Ihnen aus? No, das ist nur in Schulter. Ich kann das selber rausziehen gleich. Wollen Sie sicher, dass Sie das selber machen? Sonst, das könnte sich ja infizieren. Das wäre ungünstig. Ich bin Meister in Tesanade selber rausziehen. Ich bin meist getesertste Person in ganzer Welt. Ja, wahrscheinlich nichts. Gar nichts, ich habe ich. Ich bin ein Boot aufgewacht. Ein Hafen. Ich mich aber überzeugen. Ich bin mit Tanktop Oberteil. Ich bin von Hafen hier gelaufen. Erste Person, kalt. Was ich habe ich getroffen, ist Ben gewesen da vorne. Okay. Trotzdem müsste ich sie einmal abtasten, damit ich sicher gehen kann, dass sie nichts dabei haben. Okay, fass meinen Körper an. Okay. Haben Sie irgendwas dabei? Woher? Ich bin... Keine Ahnung, vielleicht haben sie irgendwas. Glaubst du, als ich auf Boot aufgewacht bin, ist einer gekommen und hat gesagt, ah, Miguel, lange nicht gesehen, hier nimmst du AK-47, Panzerfaust und Panzer noch und Kampfhubschrauber noch. Was glaube ich dabei? Was? Kampfhubschrauber in Hosentasche oder was? Ja, Schlüssel für Kampfhubschrauber. Ja, Mensch. So, no, ich hab das auch nicht. Tastest du einmal ab, ich muss ganz kurz kopfeln. Natürlich. Ja, Mensch. Ja, die Hose lasse ich mal, ne? Ich, ja, ist okay. Sieht gut aus. Wir wissen zwar, wir kennen zwar Ihren Namen, ich mache Ihnen einmal kurz die Handschellen ab, dann drehen Sie sich bitte einmal um. Natürlich. Und geben mir Ihren Ausweis. Ausweis. Hau rein! Ich tase dich, wirklich. No, mach nicht! Ich hab schon gepisst! Oh mein Gott, ne? Muss das? Musste wirklich? Das sein? Das ist doch nur ungünstig. Musst du schon wieder? Ja. Das tut doch nur weh. Natürlich tut das weh. Warum machst du das denn? Warum rennst du weg? Weißt du keiner, ich will nicht in den Gefängnis rein. Wir können das doch jetzt alles friedlich klären. Ich hab doch gar nichts gemacht. Du musst nicht mich in den Gefängnis reinmachen. Wir klären das MPD. Ja, aber da ist der Gefängnis. Nee, wir müssen das ja nicht in den Zellen machen. Wir haben auch andere Räume im PD, nicht nur die Zellen. Ich verwette ein Arschloch da drauf.
Haben Sie jetzt erstmal einen Ausweis für mich, Herr Schloff? Nur wenn du nicht wieder mich Strom machst. Ich mach keinen Strom, wenn Sie nicht wegrennen. Okay. Danke. Haben Sie einen Führerschein überhaupt? Warte, danke. Ich hol ein Handtuch aus dem Kofferraum. Ich möchte bitte kein Pipi haben. Ja, bitte, das ist ein neuer Dienst. Ja, wenn du mich nicht immer Strom machst, piss ich mir auch nicht so oft in die verschissene Hose. Ja, dann laufen Sie. Glaubst du, ich mach das freiwillig? So, aber wenn das macht, dann irgendwann, das läuft aus Blase raus. Ja, das läuft noch freiwillig. Einmal, als ich getestet wurde, habe ich ein bisschen gekotzt. Das wollen wir auch nicht. Gut, die Kollegin hält dann einmal hinten rechts die Tür auf. Steige sie einmal ein. So, ich schneide sie an. Super. Herr L. Schloftow, kennen Sie Ihre Rechte? Sie, ich habe das Recht, den Fresse zu halten. Ich habe das Recht auf einen Anwalt. Aber wenn kein Anwalt da ist, dann wird mir einer zur Verfügung gestellt, aber was ich auch nicht bezahlen muss. Aber wenn das auch nicht da ist, dann übernimmt den Judikative den Polizier. Das geht schon mal in die richtige Richtung. Möchten Sie einen Anwalt? Wen denn? Dann ist ein Pflichtverteidiger. Meiner wurde umgebracht. Ah, das ist ungünstig. Wie gesagt, wir können den Pflichtverteidiger. Aber Justiz ist auch nicht da, das wird eine schnelle Nummer, wir machen das. Also ich glaube nicht, dass Sie einen Anwalt brauchen. Sie wollen unbedingt. Ich bin nicht so der Typ für schnelle Nummer. Nein, das ist ungünstig. Das dauert immer ein bisschen länger, sagen Sie. Immer wenn ich hier bin, werde ich lange geschickt. Schneiden Sie ab. Mhm. Jetzt kommen Sie mit. Einmal saß ich Staatsgefängnis. Ja, Feuerraum. Folgen Sie einmal der Kollege, bitte. Ja, halt mal den Tour auf, damit ich das nicht mit dem Kopf aufdrücken muss. Sehe ich aus wie Schildkröte oder was? Das ist Gefängnisraum! Nein, wir laufen da nur durch. Wir müssen da einmal durch, weil wir dann in die anderen Räume kommen. Okay. Kommen Sie einmal mit, ich halte Ihnen die Tür auf. Hilfe. Kommen Sie einmal hier. So, ich halte Ihnen dann einmal auf. Sehen Sie, das sind keine Zellen. Das ist so ähnlich. Ja. Nein. Das ist das Gleiche. Das Raum mit Tisch. Okay, kannst du mein Handfesseln abmachen? Bitteschön. Okay. Mir bleibt keine andere Wahl. Lass mich frei oder ich schlag den Kopf weg. Wirklich, ne? Ich werde deinen Kopf schlagen. Nein. Lass mich frei und ich gebe dir einen Punch gegen deinen Kopf. Nein, das wird... No. Ich lieg hier. Nicht schon wieder. Ich bleib hier an der Wand. Ich mache überhaupt nichts. Ich werde genau hier, ich werde mich nicht bewegen, aber mach mich nicht Strom. Kommen Sie einmal her zu mir, bitte. Sie? Es gibt auch keinen Strom. Wir würden uns dann mit Ihnen darauf einigen, dass Sie, weil Sie nicht zahlen können, die 35 Hafteinheiten bei uns bleiben. Sie sind um 17:45 hier reingekommen, das heißt, Sie sind, haben noch 7 Hafteinheiten vor sich. Dann verbringen Sie natürlich hier drin und nicht in den Zellen und dann passt das. Ui. Ist das was, womit Sie leben können? Alter, ich sehe D.O.G., den echten Mann. Ja, Sie bleiben jetzt noch ein paar Minuten hier. Wir gehen schon mal zum Geldautomat und holen hier ein bisschen was. Ne? Dann Na, gleich Handy und klar, bleib ich hier. Können. Super. Ihnen ja, dann bis gleich. Ich rauche mein Ganja den ganzen Tag. Ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt. Rauche so lange, bis ich selbst nicht mehr mag. Hi, Spiegel, was geht, Mann? Ja, genau an diesem rauschigen Plätzchen. Ja, da rauchen wir erst mal ein Tutchen. Ich hab auch noch ein paar gute Blutchen. Ja, schlaf du. Was denn? Schauen Sie mal Ihr Startkapital. Ich sing gerade. Oh, krass, danke, Mann. Warten Sie. Wir wollen nicht knauserig heute sein. Ai, ai. Gut. Herr Schlofto. Ihr seid krass, Mann. Dafür möchte ich Sie aber in den nächsten Tagen nicht dabei sehen, wie Sie irgendjemanden anstechen, abstechen, umstechen, irgendwas abhacken, sonst irgendwas. Aber wenn ich in der Heimat bin, kann ich das versprechen. Ja, wir können übrigens, wir bringen Sie raus. Kommen Sie bitte, Herr Schlofto. Wirklich, keiner will deine Katze sehen. Doch, ich will die Katze sehen. Warum? Ja. Also die haben ja gar keine Leitstelle mehr. Richtig. Ja, wir können ja, dann gucken, guck du, habe ich keinen Bock drauf. Ob die aufhaben. Nee, tatsächlich nicht. Also, zumindest haben sie nicht okay, scheiß drauf, ich geh zu Fuß, haut rein. Okay, alles klar. Tschüss. Schönen Abend noch.